Star. Kein Star! Hallo, hier Ivan. Ich nicht kann glauben, dass das sein soll, die Ende, aber es ist. Vor 2 Jahren, Rasputin und ich haben gemacht gemeinsame Vlog und heute, es wird sein vorbei. Wir letzte Mal gefahren zu Fanny Peter, um aufzuheitern traurige Rasputin. Habe ihm gegeben lustige Pulver in Cola und jetzt Rasputin auf wilde Drogentrieb. Erst im Dschungelcamp mit Paul Bowers, hat geschlafen mit Tromagott, wiedergesehen Frau Brigitte Seib-Wenzel und mit seiner Freundin Nadja in Frankfurt auf die Spuren von freier Liebe. Und jetzt geht weiter zum letzten Mal. Das ist einfach der Wahnsinn. Was ist denn bitte hier los? Warum schmiegt sie sich denn so an mich? Oh Gott, er ist so sexy. Boah, wie die schwitzt. Boah, mit ihren Schwitzhemden. Boah, mein ganzes Hemd ist schon feucht. Boah. Ein Bild von einem Mann. Was hat die überhaupt schon wieder für ein Parfum drauf? Wie denn so ein billiges, polnisches Klowasser. Boah, ich stink wie so ein Klostein. Boah. Wenn er wüsste, oh. Wie sehr ich mich nach ihm sehne. Und dann schaut sie mich ständig so an. Ach, was für schlaflose Nächte ich schon verbracht habe. Er ist einfach wunderbar. Das ist doch Ivans Freundin, ja. Was will die denn plötzlich von mir? Also wenn ich ihre Gedanken lesen könnte. Ja nee, das geht ja nicht. Sie hat ja keine Gedanken. Sie ist strohdoof. Oh Gott. Der reine Wahnsinn. Ivan, nicht so aufs Leihhaus halten. Ich muss da mal kurz rein. Schatz, warum musst du da rein? Ich habe gehört, dass da irgendwie günstig Schmuck irgendwie zu haben. Ja, aber komm, das musst du doch nicht. Wir können doch in einen richtig schönen Juwelier gehen und da kaufen wir was Tolles, hä? Du willst die nicht heiraten, oder? Ich wollte. Ja? Oh, Schatz, wirklich? Echt? Oh, du bist so. Du hast mir doch gerade einen Antrag gemacht. Ich? Oh, Schatz, ich freue mich so, ganz ehrlich. Ich hab da noch keinen Antrag gemacht. Doch, gerade eben. Oh, das ist so toll, ganz ehrlich. Das wird so schön, schau mal. Oh, und dann kaufen wir uns ein Häuschen und... Ein Häuschen? Oh, ich meine, du bist auch YouTube-Star. Ich meine, du verdienst auch ein bisschen, ne? Oh, und so richtig... Was mit oh, YouTube? Toll. Das ist jetzt mit dem Verdienst. Ich weiß, das wird so richtig toll. Weißt, also das ich habe immer gesagt, wenn sie erstmal anfängt, oh, du kannst sie gar nicht toll. Abstellen. Weißt du, unsere Flitterwochen, das wird richtig schön. Und weißt du was? Es reicht und brauchst auch nur ein Hemd anziehen für die Hochzeit. Ich meine, ich stehe jetzt nicht so auf Sack und so, du sollst keine Hose tragen. Ich meine, ganz ehrlich, da überspringen wir einfach schon ein paar Teile, weißt du? Das ist gar kein Problem. Nadja. Kinder. Was ist? 4. Ich meine, wir haben da ein großes Haus, weißt du? Du musst dir vorstellen, man muss die Räume auch füllen. Man kann sich nur in einem Raum aufhalten. Ich bitte dich, ja? Das träumt wirklich mal. Oh, Schatz. Ja? Oh, das wird so toll, weißt du? Unsere gemeinsame Zukunft. Oh. Du bist einfach toll, weißt du? Das ist so ein toller Mann, ne? Ihr seid zum Kotzen. Endlich wach, du Kleingeist! Machst einen Termin hier bei der Organa, der Hellsichtigen, der Weißabgleichigen und schläfst! Geht's noch? Meine Zeit ist kostbar! Ja. Ja, meine auch. Lass uns mal loslegen jetzt, Organa. Woher kennt ihr eigentlich AstroTV? Also, AstroTV, nein. Was ist dein Begehr? Ja, das sieht man doch. Also ich meine, alleine die Frage, dass du fragst, wer ich überhaupt bin, zeigt doch schon das Problem, ja? Also ich will ein YouTube-Star werden. Nein, ich bin ein YouTube-Star, ja? Aber jetzt seit 2 Jahren, ja, lade ich ständig Videos hoch bei YouTube, ja? Ich schreibe jeden an, der mich nicht kennt, ja? Ich mache die interessantesten Themen.
Ja, hörst du mir überhaupt zu, wenn ich hier schon meine Lebensgeschichte beichte? Ich möchte jetzt endlich mal Lebenshilfe. Ja, wann werde ich groß, wann werde ich berühmt? Wann, wie lange muss ich diese Scheiße noch machen auf diesem niedrigen Niveau? Niedriges Niveau! Das ist das Stichwort. Und dein Schicksal. Ja, ich bin bei YouTube, natürlich ist niedriges Niveau mein Schicksal. Ja, aber ich möchte endlich mal Knete machen damit, so wie die anderen auch. Knete! Auch das ist dein Stichwort. Du weißt, was deine Sitzung hier kostet? Ja, 200 Euro. 250 Euro! Warum? Weil du 50 Euro verpennt hast, du Pfeife! Ja, dann schauen wir mal an. Dann schau mal rein jetzt. Das sieht man ja gar nicht. Ja! Ja? RTL 2! Will dich nicht. Wie jetzt? Die wollen doch jeden, die wollen selbst Jürgen! Und Zlatko und diese... Super RTL! Mit mittags 14 Uhr. 10 Minuten. Ohne Gage. Was mache ich da? Mache ich da irgendwie Kolte? Schau nochmal nach. ARD Plus, ARD Festival, Hessische Rundfunk. Das Einzige, ich auch. Was ich sehe, 7 Kinder, eine Frau mit einer Plastiktüte vor der Tafel. Wie jetzt 7 Kinder? Hat 18 Joghurt gekriegt von ja, ich weiß gar nicht, was du hast. Ja. Wie jetzt irgendwie? Aber Karriere? Niet! Da schau doch mal richtig rein, das kann nicht sein, ich muss Karriere machen. Nicht mehr in diesem Leben. Ich bin doch talentiert, ich bin hübsch, ich bin attraktiv. Das sind viele. Da schauen wir doch mal hier durchaus. Schau, hier. Und streng dich mal an. Ha! Du Scheiße. Naja, schon ein bisschen besser. Was jetzt, was jetzt? Sind nur 6 Kinder, aber 2 Frauen. Mit 4 Plastiktüten. Und Super RTL geht pleite. Und dafür bezahle ich 250 Euro? Ich bitte darum. Wenn es geht, gleich. Warum gleich? Wer hat noch gesagt Rechnung? Bei der Lebenslinie auf deiner linken Hand lassen wir das lieber, weil ich sehe in die Zukunft und ich sehe, dass dieses Geld bekomme ich nie. Also jetzt hier, Cash, Cash! Nur Bares ist Wahres. Ich habe, glaube ich, gerade nichts dabei. Kann ich schon mal schnell zum Geldautomat? Ich komme mit! Wo ist denn hier der Ausgang? Was für ein Traum! Wo bin ich? Wer bin ich? Was soll das Ganze? Du möchtest wissen, was YouTube ist? Nein, ich möchte eigentlich wissen... YouTube ist Affentittengeil! YouTube ist fast besser als der Vietnamkrieg. Fast. YouTube ist in meinem Land nicht verfügbar. YouTube ist mein Leben. YouTube ist eine Spielwiese für Geisteskranke. Wie mich. YouTube ist wie ein frisches Bächlein, das den ganzen Schmutz und Schund mit kulturell hochwertigen Produkten und Videos hinfortschwemmen möchte, was allerdings nicht klappt, weil das Internet aus zu viel Schmutz und Schund besteht und ein kleines Bächlein wohl oder übel nicht ausreicht, um all das wegzuspielen, was aber wiederum dazu führt, dass alle durch diesen Schmutz und Schund warten müssen, was sie allerdings ganz okay finden, denn sich zu beschmatten hat schon immer viel mehr Spaß gemacht, als sich zu waschen. Das weiß man schon seit frühester Kindheit, nicht wahr? Ich verstehe. Das heißt also, ich bin YouTube. Ja? Ich bin Rasputin Stohwasser. Nein, ich bin Rasputin Stohwasser. Schatz, jetzt wird alles gut, denn ich bin Rasputin Stohwasser. Moment mal, Nadja.
Ich bin Rasputin Stohwasser. Nein, ich bin Rasputin Stohwasser. Okay, ihr beiden, genug Scharade gespielt, ja? Also, jetzt macht mal gut. Ich bin Rasputin Stohwasser. Nein, wir sind Rasputin Stohwasser. Ich bin Rasputin Stohwasser. Je m'appelle Rasputin Stohwasser. Ja. So, I am Rasputin Stohwasser. I am Rasputin Stohwasser. Mein Name ist Rasputin Stohwasser. Nein. Ich bin Rasputin Stohwasser. Mein Name ist Rasputin Stohwasser. Ich bin Rasputin Stohwasser. Herr Stohwasser, ich bin Rasputin Stohwasser. Und wenn Sie lesen könnten, wüssten Sie das auch. Ich bin Rasputin Stohwasser. Ja, Rasputin Stohwasser. Ich bin Rasputin Stohwasser. No, I am Rasputin Stohwasser. Ich bin Rasputin Stohwasser. Ich bin Rasputin Stohwasser. Nein. Nein, ich bin's. Nein. 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 Rasputin, musst du aufwachen jetzt? Hier gibt Erdnussflips zu essen. Rasputin, der will nicht aufwachen. 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 Ach. Peter, ich glaube, den kriegen wir nicht mehr wach jetzt. Ich glaube, ich habe eine Idee. Okay. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, wach auf! Wach auf! Ja, ich glaube, jetzt ist er wach. Hallo, Rasputin. Wie dir geht? Rasputin, alles okay? Hallo, okay, wie geht's dir denn? Ha? Ich sehe jetzt klar, ja. Was du siehst. Was ist los? Ich sehe jetzt endlich klar. Ich glaube, der ist auf dem Trip oder was? Ja, der ist voll drauf. Wow. Ich bin YouTube. Ich bin Rasputin Stohwasser. Ich bin Toms Vlog. Ich bin Ivan Klosreich. Ich bin Brigitte Seib-Wenzel und ich bin Nadja. Und ich weiß endlich, was ich kann. Jan, endlich, ich habe eine Profession gefunden, Ivan. Jan, ich kann fliegen. Nein, du kannst nicht fliegen. Doch, Ivan, ich kann fliegen. Nein, du kannst nicht fliegen. Doch, Ivan. Ich kann fliegen wie ein Vogel. Siehst du, Ivan? Siehst du? Ich kann fliegen. Was gut, Ivan. Ich hab doch gesagt, du kannst nicht fliegen.